herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Divinity Original Sin mit Chojin und Gedwimmert. Hallo, und wir haben uns mal den Raum hier angeschaut, ne? Und da ist uns, ist es aufgefallen. Und da ist uns, da ist uns aufgefallen, dass die Statuen sich hier drehen. Und ich glaube, oder wir glauben, dass man sich in dem Moment bewegen muss. Sag mal, können wir nicht in irgendeinen Schleichmodus übergehen? Okay, ich hab's ausprobiert, es klappt nicht. Ja. Naja, die hinten, die musst du auch beachten. Na, ich probier's. Ach so, wir sind jetzt auch. Ja gut, ich lade. Also ihr werdet jetzt viele Lade- und Sterbeszenen sehen. Wir schneiden die mal nicht raus, sondern ihr seht jetzt mal. Aber die haben doch genau abwechselnd das gemacht, oder nicht? Ja, aber du musst die hinten die Statue musst du auch mit bedenken. Ja, aber die hinteren schauen doch in die andere Richtung, oder? Nee, in dem Fall haben sie eigentlich nicht in die andere Richtung geschaut. Warte mal, ich speichere nochmal, wenn ich oben stehe, mich nicht immer zu raufhatschen muss. So. So, jetzt. Okay, jetzt lass ich dich mal. Auf. Die eine Statue sieht man aber schlecht. Oder warte, du hast ja gesagt B. B ist der Schlüssel zum Glück. Jetzt. Nee. Nee. Jetzt. Jetzt. Okay, ich nicht. Dann nicht. Oh, ich sterb sogar mit und bin gar nicht mitgegangen. Na, du stehst in dem Feuer. Nee, dann nicht. Mist. Bitte von allein neu. Ja, verstehe ich nicht. War die Idee, ne? Vielleicht. Ah ne, wir konnten ja nichts draufstellen. War nur eine Idee. Es war ja. Moment mal, ich hab Bücher gehabt. Hatten wir nicht irgendwas, wo wir uns unsichtbar machen können? Ja, aber. Also unsichtbar Schriftrollen oder Zauber oder Tränke halt. Aber wir haben ja diese Wartungsbücher gelesen. Gott, oh Gott. Kannst du dich noch dran erzählen? Ich hab's halt hier, ich suche so gerade. Wächter Nummer KZ15702 funktioniert seit gestern nicht mehr. Werde mir schicken, um ihn zu reparieren. Der Korridor, der zur Schatzkammer von König Boreas führt, ist jetzt mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Das Tor wird nun von unbefugten Eindringen fest verschlossen. Geheimer Notschalter im Korridor installiert. Was? Wie? Korridor? Geheimer Notschalter? Ich glaube nicht, dass das diese Stelle ist. Das ist, glaube ich, eine andere. Denke ich auch. Ich habe noch zwei im Tagebücher zu Wartungsarbeiten. Der Zugang zu Boreas persönlichen Wunschbrunnen ist nun auf einzelne Besucher begrenzt. Es dürfen nur berechtigte Gruppen mit mindestens 2 Mitgliedern eintreten. Die altertümliche Reliquie, die wir für ihn verstecken sollten, befindet sich jetzt auch in der Nähe des Brunnens und wurde extra gesichert. Auch hier hat eine Einzelperson keine Möglichkeit, den Behälter zu öffnen. So wird die Diebstahlgefahr gemindert. Das scheint jetzt auch nicht diese Stelle zu sein, aber vielleicht müssen wir ja auch zu zweit hier was machen. Der Wartungstunnel zum Gefängnis führt... Der Wartungstunnel, der zum Gefängnis führt, wurde mit tödlichen Sprengkörpern versehen. Ah, das war unten im Keller, ne? Mehrere Arbeiter sind auf dem Weg nach draußen gestorben, nachdem sie die Fallen eingebaut hatten. Was zeigt, wie gut sie positioniert sind. Aufgrund der Wächter im Gefängnis ist es für die Gefangenen unmöglich, den Zellenblock... das ist das hier. ...zu verlassen. Das hochmoderne Aktivierungssystem ist energiesparend und deckt fast den gesamten Sperrbereich ab. Fast den gesamten Sperrbereich. Vielleicht müssen wir bestimmte Stellen nur betreten... Aber müssen uns hier durchschlawinern. Ja, aber ich kann keinen Schritt machen. Egal, wo ich hingehe. Ist das sicher? Ja, aber schau doch mal hin, wenn ich da nur einmal ein kleines bisschen reingehe. Können wir irgendwo den Energiebedarf denn sehen? Nee, ne? Fast den gesamten Energiebedarf deckt das ab. Ja, stimmt, du hast recht, du bist direkt tot. Frage ist, was ist das da in der Mitte? Was passiert, wenn ich jetzt mich jetzt da drauf seppe? Ups, geht sowieso nicht. Haben wir das schon ausprobiert, uns einfach in die Mitte zu seppen? Also seppen kann ich ja gar nicht. Ja, aber ich könnte ja.
Du kannst doch überhaupt nicht zappen, oder? Doch, oh. du kannst zappen. Ja, es nützt dir nichts, aber es passiert nichts. Sicher, weil ich jetzt auf dem Teil drauf bin? Naja, aber das ist ja schön für dich. Ja, das ist wohl wahr. Es müsste eine Möglichkeit geben, dir zu... Aber wie? Aber wie? Übersehen wir irgendwo einen Schalter? Übersehen einen Schalter? Irgend sowas, ne? Ich schaue schon die ganze Zeit hier. Was passiert denn, wenn ich weiter hochgehe? Ach, pass auf, warte mal. Wir sind so... ich bin so doof. Wenn ich ja hierhin mich zappen kann, kannst du nicht kann ich mich doch jetzt einfach weiter zappen, oder nicht? Und dann kann ich, wenn du links oben siehst an der Treppe, ist doch ein Wegpunkt schreien. Aber dann zappst du dich einfach zu dem Wegpunkt. Ach so. Oder geht das nicht? Bestimmt. Geht das, wenn wir den freigeschalten haben? Haben wir das Ding dann doch ausgedrückt. Ja, aber irgendwie so brummt's auch, wir wollen wissen, wie es geht, ne? Also eigentlich kannst du dich ja zappen jetzt. Wie heißt denn der Wegbogenschrein? Hieberheim, Keller, Gefängnis, Burg. Gefängnis bestimmt. Ja. Tja, das war die andere Variante. Trick 19. Ja, aber irgendwie würde ich schon gern wissen, wie es geht. Verstehe ich nicht. Aber ich hätte echt... Kannst du ja mal hier speichern. Ich hätte echt gedacht, dass das war... Aber warum drehen sich die Wächter? Ja, ja, genau. Weil damit, das ja muss es, damit muss es ja was zu tun haben. Die drehen sich ja näher aus Jux und Tollerei. Vielleicht ist es doch so, dass die in einem bestimmten Winkel stehen müssen. So? Ich bin vielleicht schon gegangen. Wenn die praktisch... Die stehen einmal so... Und einmal, also die machen und haben nur zwei Positionen. Einmal so und einmal nach vorne, ne? Dann nur zwei. Genau. Aber die, und jetzt müssten, aber ich bin doch jetzt in dem Moment, in dem sie alle weggeguckt haben, bin ich losgediegert. Ich konnte halt auch diese Falle nicht deaktivieren, weil da so ein Gitter drüber ist. Ja, das außerdem noch. Ich musste irgendwie das Gitter wegmachen. Was ist denn, wenn wir da hinten, wir haben in der Zelle davor, diese Ketten ziehen können, die die Gitter hoch und runter machen. Ich speichere nochmal auf jetzt. Na? Mhm. Und... Genau. Was für Gitter? Unten im Zellenblock waren doch so Scharniere, die man runterziehen musste, damit die Gittertüren aufgehen. Ja. Was passiert denn, wenn wir an den ziehen? Geht dann vielleicht auch dieses Gitter auf? Wo die Falle ist? Siehst du ja diesen Schalter? Der ist ja verdeckt. Und wo ich da drauf geklickt habe, hat er ja irgendwas, wie gesagt, irgendwie muss ich die entschärfen können. Aha. Ich konnte aber ja nichts draufstellen, hat ja nicht geklappt, weil ich auf dem Gitter stand und also nicht auf dem Schalter. Ich glaube nicht, dass wenn wir unten an den ziehen, dass dann oben das Gitter weggeht. Also, weil die sind ja nur für das Öffnen der Türen zuständig, da unten. Da müsste es ja noch einen geben. Ja, das weiß ich eben nicht, ob die nur für das Öffnen der Türen waren. Oder ob die auch gleichzeitig da oben eine Auswirkung haben, in einer bestimmten Reihenfolge unten ziehen, damit kann die da... Noch? Ach so, das wissen wir dann nicht, in welcher Reihenfolge. Ich denke auch, glaube ich, zu komplex, weil ich Legend of Grimrock gedattelt habe und die Rätsel waren an mich hin. Ja. Also hier ist etwas zum Ziehen. Was hat das gemacht? Das hat jedenfalls nichts da unten. Wo hast du gezogen? Da. Hier hinten. Na gut, los, gehen wir weiter. Ja, da oben sind ja noch mehr. Also wir haben es noch nicht geschafft. Wir könnten es zwar jetzt nochmal machen, aber... Ja, da ist schon wieder einer, der eine Truhe bewacht. Ja, und wie das denn über den sind Gitter. Ja, genau. Und der bewacht eine Truhe. Aber jetzt kommen wir vorbei. Vielleicht habe ich doch... Hätte doch. Ich bin mir nicht sicher, ob wir vorbeikommen, ob das nicht einfach nur eine Animation ist, dass sie sich hin und her dreht. Soll ich mal nach links gehen? Aber so wahrscheinlich sterbe ich wieder. Du geh mal zur Truhe, wenn der sich weg... Ja. ...dreht. Into your
Ja, bist direkt tot. Verstehe ich nicht. Dann hat das gar nichts zu tun, ist eine reine Animation und verwirrt uns dadurch. Ja. Das ist super ätzend. Schade. Ja, aber wie... Ja. Trotz alledem, ne? Trotz alledem. Wie? Wie so. Soll man an die Truhe kommen? Weiß ich nicht. Soll ich nochmal den Schalter hier drücken, was dann passiert? Passiert gar nichts. Irgendwo ist ein Gitter runtergegangen. Ich hab's doch genau gehört. Vielleicht ganz hinten, ne? Vielleicht ist irgendwas an der Anfangszelle passiert. Und man müsste nochmal zurück. Jawohl. Aber was ist da passiert? Sehr merkwürdig. Ja, aber wie kommen wir an die Truhe? Gar nicht. Müssen wir liegen lassen. Ich verstehe es auf jeden Fall nicht. Ist das vielleicht schon die Schatzkammer? Ist das vielleicht da unten der Wunschelbrunnen gewesen, der irgendwie sich dann hochfährt? Und das hier ist die Schatzkammer? Sieht doch komisch aus. Das ist auf alle Fälle... Ja. Man kann es nur zu zweit machen, hieß es ja irgendwie, ne? Ja? Alleine ist es nicht möglich. Hm. Aber ich glaube nicht. Komm, gehen wir einfach mal weiter, oder? Lassen wir die... Ja. Lassen wir die Truhe sein, ne? Na gut. Da war jetzt der mächtigste Gegenstand im Spiel drin. Wahrscheinlich. Da ist jemand im Eis gefangen. Oh ja. Sieht aber nicht aus wie die Hexe. Na dann walte mal deines Amtes. Du hast bis jetzt alle Eiskristalle zerstört. Ach nee, du kommst einfach ran. Ach doch. Da ist sie, die weiße Hexe, eine Gefangene des Eises. Frag mich, welche Magie oder schlimmer Quellenmagie wir anwenden müssen, um sie rauszubekommen. Also ich kann nicht drauf schießen, das klappt nicht. Hm. Das klappt nicht. Okay, irgendwo muss ich halt sein. Bitte? Ich hab schon. Nee, ich wollte nur mal was drauf schießen. Hat aber nicht geklappt. Ja, dann hätten wir vielleicht. Oder irgendwas machen müssen? Die ganzen Vielleicht Schalter aktivieren? Vielleicht müssten wir alle Schalter irgendwie drücken, die im... Weißt du, in den Vorräumen. Das hat was zu bedeuten. Quellenmagie benutzen, um sie rauszukriegen. Was haben wir denn für Quellenmagie? Ja, diese Dunkelmagie brauchst du sehr wahrscheinlich, ne? Absorption oder sowas. Oder diesen Blutstein, den wir bekommen haben. Aber das wird gar nicht sein, ne? Der jedes Leiden von Fäulnis heilen. Soll ich den mal benutzen? Naja, aber das... Nee, ja, du kannst benutzen. Das ist auf jeden Fall Quellmagie, ne? Du kannst benutzen, ja, weil es ist ja egal, ob das benutzt. Ja, keiner hat momentan Fäulnis. Ja, die... Aber das schafft nur wieder so ein Spaltreis. Quellmagie tut nicht irgendwie, dass da... Nee. Scheiße. Weil der ist natürlich ziemlich geil gewesen, ne? Weil mitten im Kampf einmal benutzen und wir sind, glaube ich, komplett geheilt. Naja, egal. Jetzt habe ich wieder einen neuen Stein. Kacke. Das wäre es natürlich, ne? Im dicken Kampf ist das natürlich ein super Gegenstand. Verschwendung gewesen. Egal. Können wir nicht ändern. Müssen wir so packen. Wir haben 5 Steine. Also ich habe noch diese Befehle hier. Scheinen aber auch nichts zu bringen, wenn ich die vorlese. Nee, ich schaue auch schon in mein Inventar nach. Da habe ich... Ah, Flasche verwirbelten Matsch, aber der bringt ja noch gar nichts. Quellenmagie. Was haben wir denn für Quellenmagie? Ich meine, wir haben... Also ich habe diese Dunkelmagie. Das ist mir jetzt alles hier ein bisschen hoch. Ja, wir werden es aber machen müssen. Was passiert? Wie kannst du mal ein Stück weggehen? Was passiert, wenn ich Fall wieder geworden? Das ist schon mal gut. Na, ja, das hat also auch schon mal nichts gebracht. Ups. Nein. Fall der Verwirkung wieder nehmen.
Ja, ich, wenn wenigstens ein kleiner Hinweis würde mich ja. Ja, oder wir haben irgendwo einen Hinweis übersehen, aber. Also irgendwo wurde uns vielleicht erklärt. Wo? Erinnerst du dich? Wir hatten einen gehabt, den wir hätten leben lassen können. Er hätte uns dann erzählt, wie wir die Hexe befreien. Haben wir aber nicht gemacht, weil er so ein böser Mensch ist. War, glaube ich, irgendeine Verrückte, die in die Welt wollte und alle Menschen umbringen oder sowas und es geliebt hat, wie die Gehirne kaputt gingen. Keine Ahnung. Okay, wir müssen irgendwo Schalter haben oder dergleichen. Am besten die Wände mal abklappern mit der Maus. Ich bin jetzt wirklich leicht überfragt, weil hier gibt's gar nichts. Nochmal den da unten fragen, nee, ne? Ja, wir brauchen vielleicht die Truhe. Vielleicht brauchen wir die Truhe, vielleicht brauchen wir den Schalter unten. Ja, aber ich blick nicht durch. Kannst du mal gucken, was passiert, wenn du die Kette ziehst? Hm. Hier unten die. Hm. Während ich aber rechts stehe. Vielleicht geht das Gitter ja auf und ich muss in dem Moment sein, weil es ja hieß, dass wir ja zu zweit was machen müssen. Vielleicht geht das nur ganz kurz auf. Was machst du? Wenn du einmal die Kette ziehst und ich gucken kann, was hier aufgeht. Hab ich gerade gemacht. Ich mach's jetzt nochmal. Krieg ich nichts mit. Seltsam. Stimmt doch irgendwas nicht. Wir hören doch was, wenn es geht, aber ich. Es ist wieder zurückgegangen, ohne dass ich sie gedrückt habe. Oder hast nee, du sie gedrückt? Ich hab gedrückt. Aber wo? Irgendwas machte. Aber was? Und wo? Und wie? Drück einfach mal immer weiter, ich sehe dann das ja vielleicht. Du stehst doch hier einfach nur vor mir. Ja, ich tue die. Ich scroll mit der Maus im Bild rum. Und hoffe zu erkennen, was hoch oder runter geht, während du das machst. Das mache ich ja die ganze Zeit, aber ich sehe nix. Gar shit. Nix. Ja, Sonntag früh, 7 Uhr, unsere Gehirne sind noch nicht wach. Ich brauche mehr Kaffee. Ja. Ach man. Ja, das wurmt mich jetzt auch. Jetzt stehen wir vor der komischen Hexe hier und es passiert nix. Ja, das ist das Problem, wenn man blind spielt, ne? Aber das ist auch gut so. Also, ich glaube, wir müssen diese drei Schalter drücken. Und in dem Fall hier oben die zwei Schalter. Weil es ja hieß, wir müssen, um die Schatzkammer zu machen, müssen wir zwei Schalter drücken. Wir müssen also irgendwie dieses Gitter deaktivieren. Oder irgendwie den Wächter vielleicht auch deaktivieren. Die sind ja unverwundbar, die Wächter. Ja, das ist seltsam. Und die drehen sich, aber du hast gesagt, das interessiert niemanden. Die drehen sich nur, weil sie sich halt drehen. Das sah so aus. Und wir haben also, keinen Unsichtbarkeitstrank, ne? Ich glaube, wir müssen diese drei Schalter drücken, damit hinten der Käfig aufgeht. Kann das sein? Unverwundbar. Mistzack. Wir haben keinen Unsichtbarkeitstrank, das ist richtig. Wo, wieso habe ich keinen Unsichtbarkeitstrank? Doch, ich habe, glaube ich, sowas. Kannst du dich nicht hinschleichen? Ja, ich habe einen Unsichtbarkeitstrank. Bist du jetzt nicht die große Schleicherin, oder? Schleichmodus, ja. Ich könnte Schleichsachen anziehen, ich bin aber nicht der große Schleicher. Schleichen an? Wieso schleichen wir denn nicht damit? Meinst du das? Das Rätsel ist Lösung schon? Vielleicht. Schleichen plus 1 Gegenstand habe ich einen. So, wir schleichen jetzt. Und ich bleib immer stehen, wenn der herguckt. Ah, das ist nicht schlecht. Vielleicht. Ah, guck mal, im Schleichmodus wird das eine rot und das andere bleibt dunkel. Siehst du das? Bei mir ist das so, bei dir nicht? Passt, alles einmal frei. Passiert nichts. Ich habe gewusst, dass es was mit dem Schleichen zu tun hat. Du siehst ja auch, siehst du nicht, dass das rot wird, wo der hinguckt? Das runde Teil. So, in der Truhe ist schon mal zwar viel, aber
ändert noch nichts an der Tatsache. Ah, der hat mich aber gesehen. Hast du die Truhe noch aufgehabt? Ja, ja. Der hat mich gesehen auch. Ich hab's ja zwar zugehabt. Er lad kurz neu. Aber ich hab's ja gesehen, ne? Aber wir wissen jetzt schon mal, dass es so geht. Da müssen wir es ja wahrscheinlich auf der anderen Seite auch so machen. Mhm. Vielleicht machen wir erstmal da. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier die Schatzkammer ist und das andere der Wunschbrunnen ist. Ja, trotzdem. Oder trotzdem. Zauberbrunnen. Trotzdem. Wie um Gottes Willen wird der Schalter benutzt? Du hast ja höhere Schleichwerte. Oh. Sobald sie dich erkennen, du musst also so stehen dann, du musst gleich bis rüber rennen. Okay. Na? Du musst gleich, du darfst, die sehen dich, auch ja, wenn du schleichst. Scheiße. Trotz okay, alledem das, weiß das ich noch nicht, wie die, weil die ja das Gitter davor ist. Mhm. Wie kriegt man das ja, Gitter auf? Ja, das ist seltsam. Wie geht das Gitter auf? Also das muss doch hier der Henkel sein. Ja, weil wir sind ja eigentlich noch dort, auf der anderen Seite. Und da können wir ja schon was machen. Weil das haben wir ja falsch gemacht. Ja, da müssen wir nochmal zurück vielleicht. Ja, ist ja wurscht, ob man von hier oder... Aber was ist... Wie kriegt man... Vielleicht hast du ja doch recht. Vielleicht müssen wir doch unten das machen, ne? Oh. Also ich würde sagen, wir tüften jetzt ein bisschen rum, wegen der Zeit auch, und ja, zeigen das dann beim nächsten Mal, wie die Rätselslösung ist. Ja. Tschüss. Ciao. Knifflig.